Viele, die schon mal ernsthaft krank geworden sind, kennen dieses Gefühl, dass niemand so wirklich versteht, wie es einem geht. Besonders Menschen mit einer seltenen Erkrankung kennen dieses Gefühl, denn einen Gleichbetroffenen zu finden, der dasselbe Problem hat wie man selber, ist ganz, ganz schwer. Da kommt die Selbsthilfe Salzburg ins Spiel. Die organisiert alle Jahre mit dem Tag der seltenen Erkrankungen das größte und wichtigste Event dieser Art in Österreich, auf das sich Gleichbetroffene auch finden. Simon wurde mit MCOPS 12 geboren. Diese Krankheit ist selten, sogar sehr selten. Simon ist der einzig bekannte Fall in Österreich. Auch für die Eltern Edith und Reinhard ist das eine schwierige Situation. Mit einer seltenen Krankheit fühlt man sich besonders allein. Also man hat natürlich keine Anhaltspunkte, so wie sich die Krankheit entwickelt, wie sich der Simon entwickeln wird. Auch die Ärzte waren relativ ratlos zu Beginn natürlich. Europa arbeitet bei der Erforschung seltener Krankheiten eng zusammen. Nur durch diese europaweite Zusammenarbeit können in diesem schwierigen Feld Fortschritte gemacht werden, bestätigt Dr. Florian Lagler, der selbst an seltenen Stoffwechselerkrankungen forscht. Ja, das ist in der Tat so. Es ist einfach notwendig bei so seltenen Erkrankungen. Da gibt es natürlich nicht an jedem Ort für jede der 6000 seltenen Erkrankungen Spezialisten. Und deswegen schließen wir uns international in Netzwerken zusammen und tauschen uns dazu aus. Jeder, der zu solchen Erkrankungen Erfahrungen hat, ist in der Regel bereit, diese Erfahrungen zu teilen, um das auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern und den Patienten dort zukommen lassen zu können. Auch Simon und seine Eltern arbeiten mit europäischen Forschern zusammen und so konnten auch sie Gleichbetroffene finden. Und das, obwohl es weltweit nur 50 bekannte MCOPS-12-Fälle gibt. Es hat vor Simon ein Grundlagenforschungsteam gegeben, mit dem wir Kontakt aufgenommen haben. Und durch unseren Verein und durch die Spenden, die wir akquirieren, sind wir halt wirklich jetzt konkret dran, in die konkrete Umsetzung zu gehen. Und da versuchen wir halt Medikamente zu finden, die eine Besserung für die Patienten und Patientinnen einfach bringt. Die medizinische Forschung ist für viele Menschen eine ganz wesentliche Hoffnung auf Linderung. In Salzburg gibt es aktuell 3 und bald sogar 4 europäische Forschungszentren, die sich mit seltenen Krankheiten befassen. Dass man Gleichbetroffene auch im eigenen Land finden kann, das beweisen die Selbsthilfegruppen der Selbsthilfe Salzburg. Die Selbsthilfe ist ein ganz wichtiger Teil des gesamten Gesundheitssystems. Nicht nur eine Entlastung des Systems, sondern vor allem zum Vorteil der Betroffenen. Alle öffentlichen Spitäler in Salzburg sind mit dem Siegel Selbsthilfefreundliches Krankenhaus ausgezeichnet. Als Patient bekommt man bei der Diagnose oder der Entlassung Infos mit in die Hand. Ich denke, gerade wenn ein Patient mit der Diagnose, sage ich mal, überfallen wird, ist er gar nicht bereit, so weit zu denken, was brauche ich denn noch? Aber wir haben zumindest ein, sage ich mal, befriedigendes Gefühl, ja, man kann zusätzlich zu dem ganzheitlichen Konzept, das wir ja bei den Brüdern auch vertreten, zusätzlich noch was anbieten außerhalb der Krankenhaustüre. Dass man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, dass man auch darüber spricht, was hat euch geholfen? Gibt es Medikamente eventuell, die helfen? Gibt es Ärzte, die ihr empfehlen könnt? Weil es ist immer auch noch unter Medizinern sehr unbekannt und häufig kommt man in die Situation, dass man es auch dort erklären und beschreiben muss. Das ist sehr hilfreich. Das tut einfach gut zu wissen, man ist nicht allein. Der größte Vorteil der Selbsthilfe ist, dass man sich verstanden fühlt. Auch die besten Ärzte können ein Leiden nicht im selben Maße nachempfinden wie ein Gleichbetroffener. Gerade speziell für ADHSler ist die Gruppe so wichtig. Das hat mir extrem viel gebracht. Erstens bin ich selber ruhiger geworden. Man hat sich mit den anderen ausgetauscht. Ich war jahrelang nur mehr oder weniger Mitglied und habe einfach zugehört und mich mit den Leuten unterhalten, sonst nichts. Die Probleme, die nach einer Operation auftauchen, da kann da kein Arzt helfen, sondern da ist der beste Austausch unter Betroffenen, weil jeder hat gewisse Probleme, speziell in der Anfangsphase. Und jeder sagt, ich habe das Problem gehabt, ich habe diese Lösung dafür gefunden, der andere sagt, ich habe die Lösung gehabt. Also, und da ist einfach, das selber weiterhelfen, ist einfach das Um und Auf. In Selbsthilfegruppen geht es auch um Informationen. Zum einen werden auch Neuigkeiten aus der Medizin weitergegeben. Ich mache es halt so, dass ich einfach immer wieder versuche, neue Informationen zu kriegen, auch von der medizinischen Seite her, und die gebe ich dann eben an die Gruppe weiter.
Der Tag der seltenen Erkrankungen dient aber auch dem Zweck, mit Vorurteilen aufzuräumen und zu sensibilisieren. Die Menschen mit ihren individuellen Problemen oder Handicaps werden oft einfach nicht verstanden. Es ist ein Unterschied, ob man jemandem was ansieht oder eben nicht. Ja? Viel hört man halt, dass es unerzogen wäre oder dass es einfach nicht dem Norm entspricht. Egal, ob es ein Kind oder ein Erwachsener ist, es wäre nicht normal, weil du es nicht ansiehst. Es fängt beim Behindertenparkplatz an, wo du einen Rollstuhl siehst und man dann denkt, warum steht er da? Man sieht es ihm nicht an. Ja? Und es sind so die Kleinigkeiten, die wir auf Dauer probieren zu ändern und vielleicht zum Umdenken auch zu bewegen in der Gesellschaft, weil wer gibt vor, wer ist normal und wer nicht, das wäre unser Ziel. Die Vorurteile beiseite zu schaffen und einfach einmal akzeptieren, genauer hinschauen, nicht gleich reinpreschen mit, warum stehen Sie am Behindertenparkplatz, Sie haben keine Berechtigung, Sie haben keinen Rollstuhl, diese Dinge. Ja. Das Kind kann in der Situation nicht anders und das müssen die Eltern und Lehrer einfach verstehen lernen, dass das Kind in der Situation so ist und ich muss eigentlich dann schauen, was los ist oder warum. Warum fuchst du jetzt gerade aus? Was ist der Hintergrund von dem Ganzen? Es ist nicht, dass das Kind böse ist. Das ist sicher nicht. Es tut ja nichts Fleiß, dass es jetzt den anderen haut. Und was als Eltern oft da ist oder als Familie, du wirst oft ins Abseits gestellt. Du wirst oft nicht mehr so akzeptiert, weil du bist einfach eine Rabenmutter oder Rabenvater. Du kannst dein Kind nicht erziehen. Das sind halt dann die Sachen, wo du dann auch isoliert wirst als Familie. Der Dachverband hilft auch dabei, wenn man eine neue Gruppe gründen will, ganz gleich welches Thema. Am Tag der seltenen Erkrankungen haben die Gruppen der Selbsthilfe Salzburg 1800 Beratungsgespräche durchgeführt. Gleichzeitig hat man das 35-jährige Bestehen des Dachverbandes gefeiert. Das Team um Sabine Geislinger betreut insgesamt 200 Selbsthilfegruppen.